So, einen schönen guten Tag, liebe Freunde, und willkommen zurück zu einem neuen Part von New Super Mario Bros. U. Im letzten Part haben wir die restlichen Starcoins und die letzten Welten, Entschuldigung, in dieser Kandisminen-Welt abgeschlossen. Und nun begeben wir uns auf in die Wolkenwelt, die alles gefürchtete Wolkenwelt, die ja sehr schwierig, sonst immer sehr schwierig war. Mal sehen, wie die Zuckerwattenwolkenzone. Oh, und Carmack wartet hier auf uns. Das ist ja mal cool. Aber der Name finde ich irgendwie scheiße. Keine Ahnung, aber die haben ja schon sehr skurrile Namen. Aber Zuckerwattenwolkenzone. Naja. Wie wir auch schon wissen, gab es hier ja auch dieses eine, was wir schon gemacht haben, wo man auch direkt kommt mit diesen Parakäfern. Naja. Wir legen los mit Zuckerwattenwolkenzone Nummer 1. Ein Himmel voller Blöcke. Eine Münze. Ja, also Wolkenwelten, die haben ja immer so eine Sache. Fängt ja schon gut an. Ja, also Wolkenwelten. Es ist sehr einfach, da runter zu fallen. Aha, was ist das? Okay. Ah, doch, das ist doch, glaube ich, dieses eine Level, ne, wo man da nicht diese Münzen einsammeln darf, ne? Och, oha. Ich freuen, dass ich ja auch schon einmal kurz angeguckt habe, wo ich ja auch nicht mich gerade mit Ruhm bekleckert habe. Und wenn es hier ein Trampolin gibt, dann ist bestimmt irgendwie die rote bestimmt. Oh, gerade so. Boah, da ist auch schon eine Starcoin. Hm. Aha. Okay. Geschenkte Starcoin. Aber wie ich jetzt an die rankommen soll, habe ich bisher noch. Ja, kommen sie, aber ich muss ein bisschen. Nee, muss ich sogar gar nicht. Ja, oh, und warum mussten diese Blöcke gerade in diesem Moment da kommen, wo ich gerade gegen den Block gesprungen bin? Naja, ich sag nichts dazu. Halt keinen Eichelpilz. Dann müssen wir es nochmal mit Skill lösen. Aber wir sind ja auch gerade erstmal bei der Halbzeit, also da kann ja noch einiges passieren. Warum man da unten lang gehen sollte, wüsste ich nicht. Nur wegen Münzen. Naja. Und auch diese, auf diese Red Coins habe ich jetzt keinen Bock. Rechts, links oben war jetzt nicht die Star Coin. Und so schnell wird man den Eichelpilz wieder los. So schnell kann das gehen, aber es sind mir auch ein paar von diesen Flughörnchen, ein paar mehr, zu viele von diesen Flughörnchen. Naja. Gehen die auch mal weg, die Blöcke? Boah, dass ich das noch geschafft habe. Egal, da habe ich das jetzt mal in Kauf genommen, dass ich den verloren habe und den auch. Bitte ins Ziel, Mario. Dankeschön. Die Birke gehen aber wirklich im allerletzten Moment weg, sodass man nur mit diesem Flieh, mit dem Eichelpilz, die holen kann. Naja. Egal. Wahnsinn. Wir haben die Wahl zwischen zwei Leveln und dem Pilzhaus. Ich würde mal sagen, wir fangen mit dem Pilzhaus an, holen uns, hoffen wir dann mal, dass wir da was Besseres bekommen. Ja, sieht schon mal gut aus. Ich will die Feuerblume haben und am besten zwei. Ich habe mir jetzt nämlich gemerkt, wo ein normaler ist, nämlich der hier. Hoffe ich jetzt mal. Ich, nur jetzt weiß ich nicht, welches die Feuerblume ist. Ich denke mal der hier. Das war der Zweier, ja, dann ist ja alles bestens. Das wollte ich ja. Klasse. Cool. Da habe ich den mal zwei nur halt per Zufall bekommen. Da habe ich nämlich nicht drauf geachtet. Gut, haben wir zwei Feuerblumen nochmal im Inventar. Das ist doch super. Aber die habe ich jetzt noch nicht vor einzusetzen. So, Zuckerwattenwolkenzone Nummer 2. Wipppilz-Rodeo. Wipppilz-Rodeo. Oha, ja, das sieht mir schon mal wieder nicht ganz so einfach aus, dieses Level. Wobei es nicht so einfach war, aber. Und Yoshi sehen wir hier mal wieder. Ein Yoshi-Level.
Okay, da müssen wir zu dieser Starcoin runter. Müssen wir uns mal versuchen. So, ja, ja, das ist kein Problem. Einfach halt gucken, dass man, dass die Wippe hier sehr weit runter geht und dann halt mit Yoshis Gleitflug darunter schweben. Alles kein Problem. Und der Paragumba hat sich erstmal umgebracht. Finde ich nur, ist eine gute Idee, vor sich hier umzubringen. Oder ich speise ihn erstmal auf. So, das ist auch gut. Ich hoffe mal, jetzt in diesen Piranha-Dingern ist kein... Kann man ja nicht ausschließen. Ne, da ist nichts. Okay. Und da geht der schöne Spaß schon weiter. Ne. Ich weiß zwar nicht, wozu die Röhren da stehen. Also, bis auf, dass sie mir den... an sollen. Ne, da auch nichts. Okay. Ich hoffe mal, wir haben nicht die zweite Starcoin oder so übersehen. So, wir kriegen dank Yoshis tatkräftigen Verspeisungseinsatz eine Feuerblume. Das ist cool. Und da ist ein Lakitu. Ja, wenn ein Lakitu da ist, dann ist ja schon klar, dass da irgendwo in der Luft ein, eine Starcoin sich befinden muss. So, jetzt haben wir mal ein bisschen besseren Hochstand. So. Und damit können wir uns jetzt Lakitu schnappen und uns da die zweite Starcoin holen. Super. Ich hoffe, wir brauchen jetzt noch auch für die dritte. Oder die ist hier unten. Das wäre natürlich nicht so gut. Wow, war das knapp. Gut, noch ein Lakitu kommt nicht. Oh, das mit der Röhre da oben ist aber auch einfach, oder? Oh, ja, das ist echt nicht einfach. Da braucht man Yoshi und die Hilfe dieser Dinger. Wie soll ich an die hochkommen? Ja, so. Mit einem Doppelsprung. Okay. Alles super. Ja, also mit Yoshi ist dieses Level nicht schwierig. Aber wenn man halt keinen Yoshi hat, dann ist es bestimmt nicht einfach. Aber bisher laufen doch die Level der... Zuckerwatten, Wolkenzone oder was auch immer diese komische Kombination von Namen da jetzt war. Bisher gefallen mir die Level, also nicht vom Schwierigkeitsgrad, weil der ist hier mal wieder ein bisschen einfach, aber vom Leveldesign her, finde ich, ist es kreativ. So, aber jetzt gehen wir nochmal in einen Wiesenlevel, Hin- und Herhügel. Leider diesmal ohne Yoshi, weil man ja Yoshi nicht behalten kann. Oha. Ach, diese Plattform, die gab es, glaube ich, auch in Super Mario World und in Mario Bros. 2. Ja, und da gehe ich mal zu der Eisblume, weil die kann ich ja damit einfrieren. Oh, und das erinnert mich auch, wenn ich diese Kugelwillis da sehe, an eine äußerst schwierige Herausforderung, die ich schon mal ausprobiert habe, die total schwer ist, also die ich noch gar nicht hingekriegt habe. Als kleiner Mario, nicht als Mini-Mario, die ganze Zeit auf diesen Dingern rumspringen und dann so viele One-Ups wie möglich sammeln. Ja gut. Ich habe die Münzen da eingesammelt. Toll. Ja, das habe ich jetzt nicht übersehen. Das kommt, wenn man unkonzentriert ist oder nicht darauf achtet. Das ist ja immer wieder auch nicht schwer. Ja, das kennen wir ja jetzt alles. Aber das war echt geil. Ich check da gar nichts, muss mich ducken und dann fährt das einfach. Ja, und dann Ende. Geil. Konzentration. Link bei 125 wäre besser angebracht. Sonst nimmt dir das Mario noch übel, wie er dir das sonst immer übel tut. Ich habe mich nämlich nur konzentriert darauf, mal hier gegen zu springen, ob hier irgendwas ist, aber hier ist trotzdem nichts. Bringt das was, da oben hinzugehen? Hm.
Ich höre da dieses eine Ding, weiß aber nicht, wo das ist. Ach, dort da unten, denke ich mal, ist es. Aber egal, ich brauche das jetzt nicht. So, Moment mal, ist hier nicht vielleicht... Ja, das war eigentlich schon offensichtlich. So viele von diesen Secrets, die Verstecke da, die sind... Mit der Zeit werden die so offensichtlich. So, die Aufzüge da geschickt verwenden, um nicht von den Kugelwillis getroffen zu werden. Ja, alles easy. Alles easy. Da gibt es auch dieses eine Lied von dem... Mit dieser Panda-Maske da. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Easy oder so in der Art. Wie ich jetzt darauf komme, keine Ahnung. Wow, Münzen. Aber da ist diesmal... Wow, selbst die Münzen bringen da drunter, okay. Nur Münzen? Okay. Weiß nicht, worin der Sinn da besteht, aber okay. Wozu ist hier ein Powerblock? Der ist bestimmt nicht umsonst. Vielleicht wegen diesen ganzen Koopas hier? Oh, wegen dieser Starcoin. Okay, die geht jetzt mit. Aber da müssen wir auch schnell sein. Ja, oder wir verkacken. So wie hier. Naja, wenigstens haben wir jetzt die Halbzeit. Und dann sind die ersten beiden abgespeichert. Aber ich finde dieses Level schon wieder gut. Diesmal ist der Schwierigkeitsgrad schwerer, aber noch ein bisschen angemessener als in dem anderen Level. Wobei, wie gesagt, das andere Level in der Kandismin war ja auch nicht schwer. Das Problem war nur... meine Leistung. Aber das Thema hatten wir ja bereits. So. Aber finde ich auch eine gute Idee, dass man mal so eine Starcoin in Anführungszeichen verfolgen muss. Lustige Idee. Jetzt werde. Moment mal, kann ich die nicht von hier schon erreichen? Ja, oder so. Und ich wette mal, hier kann man sich auch ordentlich viele Leben machen. Nur ich glaube, ja, dieser Koopa hat mir das, der hat mich jetzt ordentlich verwirrt. Man kann am Ende dieses Levels bestimmt nochmal ordentlich One-Ups machen, wenn man mit ganz vielen von diesen Kugelwillis da ins Ziel geht. Aber das ist nicht schwer. Das ist echt nicht schwer. Also, es ist... Naja, was sagen? Also, Übung braucht man da schon. So wie bei den ganzen Challenges. Und das war jetzt nicht so toll. Würde jetzt nicht schon wieder so anfangen. Komm, Mario. Jetzt pack's an hier. So, du wirfst jetzt mal das Ding. Ich bin noch und jetzt auch so, ich will das mal gucken hier. Ja, die reichen jetzt mir erstmal wenigen gemacht, aber bestimmt kann man, wenn man sich da ganz viele von denen da Zeit. Die Zeit. Ja, ich würde mal sagen, wir machen jetzt noch dieses One-Up. Ach nee, können wir gar nicht. Ja, ja, ich würde mal sagen, wir beenden mal den Part heute ein bisschen früher. Also es sind ja sonst immer ein paar längere Parts, aber dann passt das besser, wenn wir dieses Festungslevel und das Geisterhaus in dem nächsten Part machen. Und ja, ich werde jetzt nicht die ganz geilen Level alle in einem Part haben. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Hoffe, der Part hat euch gefallen. Ihr schaltet doch. Und wir sehen uns dann weiter in der Zuckerwatten. Wolkenzone.